Hallo, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video, in welchem ich gerne mit dir ein paar Minuten warten möchte. Warten ist ja in unserer heutigen Gesellschaft etwas, was wir nicht so gerne machen. Ne? Also, bei mir gibt es auf jeden Fall Zeiten, in welchen bei mir alles zack, zack, zack gehen muss, sonst werde ich schrecklich ungeduldig und ich mag mich nicht so sehr, wenn ich ungeduldig bin, denn das äußert sich meistens mit so ein bisschen genervt sein, dünnhäutig sein und ja, das muss ich dir nicht erzählen. Ich denke, viele von uns kennen das. Aber warten hat für mich heutzutage eine ganz andere Qualität bekommen. Es ist eine Qualität des Mit-mir-Seins geworden. Einen Augenblick, der mir geschenkt wird für mich. Oder um ein Video zu machen. Jetzt gerade, denn ich warte darauf, dass die Channel News losgehen. Es ist jetzt 7:55. Um 7:45 geht's los. Und ich stehe jetzt da, vor mir Computer, Mikrofone, alles da. Und ich warte. Und es gibt immer so zwei Teile in mir in diesem Augenblick. Die eine, die ist schrecklich nervös. Oh Gott, ich leide manchmal so unter Lampenfieber, das ist richtig übel. Und der andere Teil, das ist völlig entspannt und wartet. Wartet eben im Sinne von Dasein. Und ich habe gelernt, diesen Anteil zu vergrößern, einzuladen, mich darauf zu konzentrieren und das Präsentsein im Moment richtig auszukosten, das Gefühl der Nervosität einfach richtig mit all meinen Sinnen auszukosten, es richtig zu erleben. Und weißt du was? Es wird dann sehr schnell weniger. Ich muss mich also nicht mehr ablenken, ich muss nicht mehr verrückt herumhüpfen und ich weiß nicht, was alles für Atemübungen machen, sondern ich habe gelernt, dass mit mir, in mir, im Wartenden oder im Präsentsein-Zustand wirklich zu erleben. Und das vor allem hat mich gelehrt, mich nicht mehr dafür zu verurteilen. Es ist okay. Diese Persona, Adriana, die hat in Gottes Namen einfach Lampenfieber. Aber was soll's? Ich mache das schon seit so vielen Jahren, das ist immer doch da. Na und? Ich muss ja deswegen jetzt nicht von Therapie zu Therapie rennen, weil ich das irgendwie verbessern muss. Nein, ich darf das einfach annehmen. Das ist ein Teil von mir. Es gehört auch ein bisschen zu diesem Prozess, dieses Adrenalin auszuschütten, das mein Körper braucht, um anschließend mit Saint-Germain oder einem anderen aufgestiegenen Meister oder Meisterin zu arbeiten, sprich so präsent in meinem Körper zu sein, so erfüllt und ganz gegenwärtig zu sein, damit ich das auf meine Weise, so wie ich das erlebe, eben genießen oder auch umsetzen und erleben kann. Also warten ist heute zu etwas Besonderem geworden. Geschenkte Zeit, Augenblicke mit mir und meinem Körper. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Alltag sehr oft da draußen. Dann gibt es tausend Dinge, die es zu tun gibt und dann begegnen mir im Alltag dies und jenes und plötzlich bin ich wieder irgendwo und nicht da. Nicht ganz da bei mir zu Hause. Und in solchen Momenten, welche auch immer es bei dir sind, solche Momente, wo du spürst, ich bin eigentlich gar nicht da, wo ich sein sollte, deswegen hat mein Körper Stress, weil ich nicht da bin. Erinnere dich daran, warten ist eine unbeschreiblich tolle Sache. Oder eben, wenn du sonst irgendwo warten musst. Man muss ja deswegen nicht nervös sein oder gestresst sein. Man kann auch gelangweilt sein. Lass dir mal das Gefühl der Langeweile so richtig auf der Zunge vergehen, sinnbildlich gesagt. Ne? Wie fühlt sich das an? Wo fühlst du das? Sei mal ganz präsent, wartend. Und dann atme. Sei einfach da. Das ist wunderschön. Du wirst sehen. Liebe Grüße von mir zu dir. Und danke fürs Zuhören.
Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen.